Wir, Sie, ich und wir alle anderen, wir sind derzeit eine Art Versuchskaninchen in einem sehr gefährlichen Experiment, das die Notenbanken derzeit durchführen. Sie wollen nämlich beweisen, dass man Feuer mit Benzin löschen kann, mithin also weiter an dieser ultralaxen Geldpolitik festhalten kann, weil die ganze Inflationsthematik sich ja schon irgendwie, irgendwann, irgendwo rum beruhigen wird. Das ist eine erstaunliche Feststellung, zumal man ja die Inflationsentwicklung bisher schon komplett falsch eingeschätzt hat. Deswegen ist man jetzt umso sicherer, dass man dann für die Zukunft aber die Inflationsentwicklung sehr gut einschätzen kann, und möglicherweise stimmt da etwas nicht und wir als Versuchskaninchen sollten da besonders aufmerksam sein. Das hat zum Beispiel gestern das Beigebook gezeigt, diese regionale Umfrage der jeweiligen oder die Umfrage der jeweiligen Fed-Distrikte. Hier sehen wir zum Beispiel die Erwähnungen von Shortage, also von Engpässen, Knappheiten, ob Arbeitskräfte, ob Material, Lieferengpässe, all das spielt da eine Rolle, auf absolut neuem Allzeithoch, wie es hier heißt. Wir sehen gleichzeitig die Wirtschaft abgekühlt ein bisschen, also dieses Stagflationsszenario, denn das Beigebook sagt auch, viele Districts, also diese Fed Districts, zeigen, dass die Businesses, die Unternehmen beginnen jetzt die Preise anzuheben, um eben ihre gestiegenen Kosten wieder reinzubekommen. Also wir stehen wahrscheinlich noch am Anfang einer gewissen Preisdynamik, die natürlich jetzt noch durch Basiseffekte verstärkt wird vom Vorjahr. Aber es zeichnet sich derzeit nicht ab, dass diese Preisdynamik dann, wenn diese Basiseffekte so ein bisschen weg sind, nicht nachlassen wird, sondern das dürfte sich eher beschleunigen. Und deswegen ist das, was die Fed hier tut, im Prinzip nichts anderes als eben, und die EZB auch, im Grunde die westlichen Notenbanken auch, die Bank of Japan, die ähnliche vorgeht, weiter Feuer mit dem Benzin löschen zu wollen, und das wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Jetzt haben sich einige Fed-Mitglieder geäußert, der sehr dovische Williams von der New York Fed hat gesagt, ja, also wir könnten schon dieses Jahr anfangen mit dem Tapering, der Reduzierung der Anleihekäufe, aber wir müssen mal ein bisschen was auf den Jobmarkt gucken, da könnte noch ein bisschen Fortschritt kommen. Bei der Inflation haben wir schon Fortschritt gemacht, ja, sehr substanziellen Fortschritt mit einer Inflation über 5%, dann haben sich noch Ballard geäußert, der will tapern, Kaplan geäußert, der will tapern, nachdem er wahrscheinlich seine ganzen Aktienpositionen verkauft hat. Also es ist eine Diskussion innerhalb der Fed, die da wirklich derzeit stattfindet. Und Arbeitsmarkt, das ist das, was Williams gesagt hat, gestern ja fast 11 Millionen offene Stellen, die derzeit offenkundig nicht besetzt werden können. Das ist doch das große Problem. Hier sehen wir unten oder in der Mitte diese Grafik, wo man sieht, dass die JOLTS, die Job Openings, die angebotenen Stellen, hier gelb oder was ist das, orange, farbenblind, dass die jetzt deutlich über der Anzahl der Arbeitslosen liegt. Wir haben also einen sehr engen Arbeitsmarkt, und das zeigt auch eine Umfrage in den USA, die maßgebliche Umfrage zum Arbeitsmarkt. Da heißt es, das ist der engste Arbeitsmarkt, den wir je erlebt haben, eben durch diese ganze Geschichte mit dem Post-Lockdown, aber es ist eben auch so, dass die Firmen derzeit die Löhne anheben wie noch nie. Unprecedented pace, wie es hier heißt. Shortages of staff, man hat also zu wenig Mitarbeiter. Und die Bereitschaft der Angestellten, Jobs zu wechseln, sei sehr gering wegen der Pandemie. Außerdem kommt hinzu, und das ist dann ein Spezifikum in Brexit-Land, dass eben weniger europäische oder Menschen aus der Europäischen Union hier als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Und Skill Shortages, also der Mangel an Fähigkeiten, und das dürfte vor allem in den USA auch eines der Probleme sein. Das ist wahrscheinlich in allen Arbeitsmärkten derzeit das Problem. Es fehlt an qualifizierten Leuten, und das macht die ganze Geschichte eng. Und wenn jetzt die Löhne eben noch ansteigen, dann wird es ein bisschen unangenehm. Und unangenehm wird es auch schon im Reich der Mitte in China, meine Damen und Herren, wo jetzt die Erzeugerpreise mit 9,5% deutlich stärker gestiegen sind als erwartet. Der höchste Anstieg seit 13 Jahren, by the way, während die Verbraucherpreise sogar unter der Erwartung reingekommen sind mit 0,8% Anstieg. Nur hier sehen wir das mal in der Grafik, bedeutet im Klartext, dass viele dieser staatlichen Firmen aus politischen Gründen im Prinzip ihre gestiegenen Kosten nicht an die Konsumenten weitergeben können dürfen, denn das würde Unruhe in der Bevölkerung schüren. Also es sind vor allem jetzt diese Staatsfirmen, kommen dadurch in Schieflage, weil sie deutlich höhere Kosten haben, aber diese höheren Kosten offenkundig eben nicht weitergeben können und dürfen. Wir sehen, by the way,
Evergrande, dieser Immobilienentwickler, größter Immobilienentwickler Chinas, jetzt mit einem weiteren Fall von 11%, tiefster Stand seit Juli 2015, die Anleihen des Unternehmens zeitweise wieder vom Handel ausgesetzt. Also da rumpelt es bei Evergrande und möglicherweise am gesamten Immobilienmarkt in China. Hier sehen wir jetzt Madame Lagarde, macht jetzt getestet das as much as they want, and they try to test her. Sie haben versucht, die Lagarde zu testen, indem sie mal zwischenzeitlich ein bisschen die Anleiherenditen nach oben getrieben haben. Das passiert derzeit ja auch ein wenig. Wir sehen gestern die Staatsanleihen, die gehen durchaus nach oben, respektive die Renditen gehen nach oben. Und ja, das wäre eigentlich nicht verwunderlich angesichts der Situation, dass nach der sogenannten Taylor Rule, die vorwiegend misst eben, ja, wie schaut es aus mit der Inflation, wie schaut es aus mit der Arbeitslosigkeit und wie müsste dann in einem Land und wie müsste dann der Leitzins sein? 4,5% in Deutschland, also 4,5% höher als derzeit. In der Eurozone wären es 3,75%, der Leitzins wohlgemerkt. Und selbst in Italien müsste er 1% sein. Also die EZB agiert hier völlig vorbei und will an der Realität und will weiter natürlich ein bisschen Benzin schütten, weil die Wirtschaft braucht das unbedingt, gell? Also wir brauchen das vor allem wahrscheinlich für die Assetpreise. Und hier mal eine kurze Voraussicht von ING. Man erwartet hier eigentlich wenige Veränderungen, aber die Notenbank dürfte gezwungen sein, wahrscheinlich in diesen Projections, die heute wieder anstehen, ihre Inflationsprognose deutlich nach oben zu nehmen und auch die Wachstumsprognose etwas zu erhöhen. Gleichzeitig aber zu sagen, na, also wir müssen die unbedingt, müssen wir da unterstützen, eben noch durch Quantitative Easing. Es dürfte dann im vierten Quartal, so erwarten viele, doch etwas klarer zugehen in Sachen Tapering, auch bei der EZB. Holzmann hatte sich gestern ja geäußert und den DAX, der Österreicher und den DAX damit unter Druck gebracht. Aber auf dieser Sitzung wird man wahrscheinlich noch nicht diese Tapering-Diskussionen aktiv erwähnen, gleichwohl aber die Inflations- und Wachstumsprognose nach oben nehmen müssen. Wir werden 14:30 dann die Pressekonferenz von Madame Lagarde auf Finanzmarktwelt live kommentieren, meine Damen und Herren. Kommen wir zu den Aktienmärkten in den USA, Dow Jones und S&P. 3 Tage in Folge jetzt gefallen, nicht dramatisch, aber halt ein bisschen. Ne? Und wir sehen oben, Dow Jones hat sich an seinem 50-Tages-Durchschnitt gehalten oder dort stabilisieren können. Der S&P ja auch immer wieder am 50-Tages-Durchschnitt, wenn mal was nach unten ging, sich stabilisiert. Die Small Caps, die gestern am schwächsten waren, an ihrer 100-Tages-Linie. Man sagt, ja, also hier diese Überschrift, die Investoren, die werden ein bisschen vorsichtiger jetzt im September. Warum, wird eigentlich nicht gesagt, weil die Fed vielleicht tapern könnte. Ja, vielleicht hätte weder wenn, aber die Märkte sind natürlich übergeordnet massiv überkauft. Jetzt die Situation, dass dieses ganze Infrastrukturpaket schwierig wird. Menschen, der entscheidende Schlüsselfigur ist dieser eher auf der rechten Seite der Demokraten verortete Politiker, der so eine Art Scharnier zwischen Demokraten und Republikanern ist und der irgendwie sehr, sehr wichtig schon deshalb ist, weil im Senat eben die Verteilung 50-50 Stimmen ist. Der sagt also, nee, mit mir gibt es nicht das volle Programm. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das, wenn überhaupt, ein geschrumpftes Infrastrukturpaket geben wird. By the way, gestern Zahlen von GameStop, die waren eigentlich gar nicht so schlecht, aber die Aktie dennoch 10% im Minus. Warum, sehen wir mal zum Beispiel Revenue Growth, also Umsatzwachstum von AMC, anderen Meme-Aktien, 77% Minus, bei GameStop nur 10% Minus, Zoom dagegen plus 170%. Aber schauen wir uns mal die Einnahmen an, dann sehen wir AMC minus 2,76 Milliarden, GameStop hat minus 116 Millionen und Zoom 1000 Milliarden oder 1,00 Milliarden, genau gesagt, also eine Milliarde. Aber schauen wir uns mal die Aktienreaktion an. AMC plus 662%, GameStop plus 2523% und Zoom minus 16%. Also irgendwie scheint ja da manches nicht so ganz zusammenzupassen. Aber gut, ich weiß ja, GameStop und AMC always to the moon, gell? Weil es halt so ist und weil es gewünscht wird, auch wenn das mit der Realität nichts zu tun hat. Mit der Realität hat allerdings die Positionierung der Anleger zu tun. In diesem Umfeld der Notenbanken, auch die Meme-Stocks sind ein Phänomen dieser immensen Liquidität wie AMC, GameStop. Aber schauen wir uns mal hier die Umfrage unter Privatinvestoren an. Asset Allocations zu Equities
jetzt auf einem sehr, sehr hohen Stand. Klar, man sagt sich, oh, die Notenbanken, die spannen ja das Sicherheitsnetz, die garantieren alles, wir gehen da einfach mit. Wir sehen das, by the way, jetzt auch bei Hedgefonds, die Net Leverage, also der Hebel, mit dem diese Hedgefonds sowohl in den USA als auch in Europa als auch in Asien unterwegs sind, nahe des Allzeithochs und auch hier ein Risk Appetite Indikator von Morgan Stanley zeigte, dass der Risikoappetit derzeit geradezu exzessiv ist. Eben all das eine Folge, wenn man hier den Leuten das antrainiert, dann können sie nicht anders, dann verhalten sie sich eben gewissermaßen rational in einem irrationalen Umfeld. Und genau darüber werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Jedenfalls jetzt gab es ja Warnungen von Goldman Sachs, von Morgan Stanley, von Citigroup und von der Deutschen Bank, die alle gesagt haben, boah, es könnte mal eine Korrektürsche kommen. Ja, vielleicht kommt sie, aber vielleicht ist das sozusagen geradezu ein Kontraindikator. Wir werden sehen, jedenfalls mehren sich eben die Stimmen, die hier sagen, also ist ein bisschen vielleicht zu viel der Besten aller Welten eingepreist und irgendwann wird möglicherweise Jerome Powell die Option haben, entweder du riskierst ein weiteres Überschießen der Inflation bis hin zu einer, in Anführungszeichen, Hyperinflation oder du hast Schwierigkeiten mit den Aktienmärkten. Und über die Frage, können spekulative Blasen auch rational sein? Heute Abend, 18.30 Uhr, meine Damen und Herren, das wird ein absoluter Höhepunkt. Dieser Mann ist wirklich so gestrickt, auch in seiner Rhetorik, dass sie nachher, nachdem sie ihn gesehen haben, glaube ich, die Märkte und möglicherweise auch sich selbst etwas besser verstehen werden. Da sind wirklich großartige Erkenntnisse mit dabei. 18.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Finanzmarktwelt. Ich packe den Live-Link nochmal unter das Video und noch ein paar Anmerkungen in eigener Sache. Zunächst mal mein Kollege Stefan Jäger, der schreibt täglich den Börsenjäger. Heute mit dem Titel, die Bären melden sich zurück, EZB im Blick. Das macht er jeden Tag und er hat sehr, sehr gute Einschätzungen zum DAX. Jeden Tag, also um und bei 8 Uhr, da bringt er diese Analysen zum DAX. Wo sind wichtige Marken, was muss passieren, damit das Folgeszenario eintritt etc. Packe ich Ihnen auch als Link mal unter das Video neben dem Live-Link für Christian Rieck und dann vielleicht noch einige Anmerkungen in eigener Sache. Das Video sehen Sie möglicherweise oft in schlechter Qualität. Warum ist das so? YouTube braucht derzeit wahnsinnig lange, um ein Video in HD zu verarbeiten. Das Video wird in HD aufgenommen. Es dauert teilweise 30, 45 Minuten, bis allein die HD-Verarbeitung fertig ist. Jetzt gibt es ja auch ein Zeitaufwand für das Raufladen, das ist aber überschaubar, aber ich denke mir dann oft, also irgendwann drücke ich das jetzt einfach online, das Video, sonst wird das ja nie irgendwie fertig. Also je später Sie es gucken, je später nach Veröffentlichung Sie das Video gucken, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze dann auch in HD zur Verfügung steht. Heute gibt es noch vor Christian Rieck, das Ganze ja ab 18.30 Uhr, so um und bei 18 Uhr ein Marktgeflüster, wo ich nochmal das Geschehen des heutigen Tages zusammenfasse, dann 18.30 Uhr Christian Rieck und morgen, meine Damen und Herren, gibt es weder Videoausblick noch Marktgeflüster, weil ich da geschäftlich unterwegs bin, aber Sie haben dann auch eine gewisse Überdosis von mir, wenn Sie dann noch Marktgeflüster und Christian Rieck gucken, nachdem Sie heute das Video den Videoausblick geguckt haben, dann reicht es auch mit dem Fugmann. Dementsprechend, wir sehen uns heute Abend. Ich freue mich. Bis dann. Servus und ciao. Christian Rieck, heute 18.30 Uhr und der DAX Daily von Stefan Jäger, meine Damen und Herren, meine Empfehlungen, damit Sie jetzt etwas zu tun haben. Gewissermaßen die Hausaufgabe, ja? Da bestehe ich drauf. Servus, ciao.